Dann zeig mal her deine Rüben. Jonas und ich zeigen euch heute, wie man Rüben erntet. Weiße Rüben. Rettich. Wann hast du die ausgesät? Die haben wir jetzt ab Mitte März ausgesät. Wir haben das alles in der Direktsaat gemacht. Das heißt später, also man sieht sich einfach eine Rille und sät die rein, so 2-3 cm tief. Und wie groß dann, ist der Abstand zwischen den einzelnen? Genau, das ist nämlich dann ein bisschen haariger. Man hat immer, bei der Direktsaat sät man immer so viel aus, dass es dann eigentlich zu viel wird und vereinzelt im Nachhinein. Okay. Also das hier ist ja schon sehr eng. Ja. So, und ich habe nicht vereinzelt, weil ich der Überzeugung bin, dass es viel zu übertrieben ist, da die Hälfte rauszureißen. Sondern jetzt zum Beispiel haben wir hier den Fall, dass sie jetzt sich auf den Pelz rücken und hier so kleine dabei sind. Das bedeutet, wir nehmen den jetzt raus, also ernten diesen. Ja. Und jetzt haben die ja wieder Platz. Also, das heißt, die anderen können jetzt ganz entspannt weitermachen. Genau, die anderen können weitermachen. Und Rettich könnt ihr aussehen von, sagen wir, Mitte März bis Juli, teilweise sogar noch bis in den August rein. Also das ganze Jahr über könnt ihr kleinere Sätze machen, wo immer mal wieder Rettich ausgesät wird, weil ihr müsst ja nicht so viel auf einmal machen wie wir hier. Und wie lange dauert das denn ungefähr, bis man die ernten kann, in der Aussaat? Das hat jetzt einen guten 1,5 Monate gedauert. Das also, geht ja. Ja, es geht, aber es schon, manchmal wartet man ein bisschen darauf. Vor allem ist die Keimzeit relativ lange. Also man muss da schon Geduld haben, bevor man sich Sorgen macht. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt auch einfach ziemlich cool, finde ich, wenn man was ausgesät hat und nach ein paar Wochen dann schon so sieht, dass da was kommt. Und wenn man das dann selber ernten kann und dann tatsächlich auf dem Teller hat. Das ist schon cool. Das liebe ich tatsächlich so sehr an dem Bauerngarten hier. Und wenn ihr jetzt zu Hause nicht unbedingt einen Garten habt, weil ihr in der Stadt wohnt, könnt ihr zum Beispiel auch, das habe ich nämlich mal gemacht in meiner alten WG, ich hatte eine alte Schublade aus einer Kommode und die habe ich einfach auf den Boden gestellt, ein paar Löcher reingemacht, mit Erde befüllt und da habe ich dann auch Kartoffeln, Paradieschen hatte ich, Salat. Also es geht auch wunderbar. Ich glaube, die wenigsten kommen eigentlich auf die Idee, Rüben oder sowas. Ich meine, der Klassiker wäre ja Möhren zum Beispiel. Ja. Sowas auf dem Balkon irgendwie anzubauen. Aber es funktioniert erstaunlich gut, wenn ihr einfach einen kleinen Balkonkasten habt oder sowas und einfach ein paar Möhren damit reinzusehen. Die werden ja nicht immer einfach nur so ein Kavenzmänner und so lang, sondern es gibt ja auch kleine, bunte Möhren zum Beispiel, die werden dann nur 15 bis 20 cm lang. Ja. So. Und sowas, so ein Rettich ist ja auch nicht tief drin. Ja, das stimmt. Falls ihr noch mehr über die Lagerung und Wissenswertes über Möhren erfahren wollt, habt ihr natürlich auch schon alle das Erklärmal mit Jonas gesehen. Wenn nicht, könnt ihr es auch nochmal Rüben. Und das hier schmeckt tatsächlich ein bisschen wie Radieschen, ne? Ja, es ist ja, also Rettich ist generell scharf. Ja. Also diese Rettichschärfe kennen wir vielleicht alle. So wie die Radieschen, vielleicht sogar noch ein bisschen schärfer. Die sind also noch schon, ein bisschen. Die haben schon ein bisschen mehr Biss, ne? Ja, ein bisschen mehr Biss. Ja. Das auf jeden Fall. Und die könnt ihr super schön einfach schälen und mit in Salat reinschneiden. Man kann die auch zum Beispiel ganz fein aufschneiden und dann als Carpaccio machen. So gibt ja auch so rote Beete Carpaccio oder halt eben Rettich Carpaccio. Und dann einfach mit ein bisschen Olivenöl, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, schöne Vorspeise. Mit ein bisschen. Vielleicht auch schon mal in Salat reingeraspelt. Ja, und dann, mit einem schönen geräuchertem Lachs dazu zum Beispiel. Das stelle ich mir auch optisch gerade sehr schön vor. Jetzt kriege ich Hunger. Dann lass uns doch mal ein paar ernten, oder? Ja, nehmen wir mal ein paar raus. Oh, das ist aber ein schöner, wa? Guck mal, den hier kann ich auch, oder? Ja, ich habe hier noch einen großen erwischt. Boah! Das ist schon Eumel, du. Die müssen, die wollen. Guck mal, die drücken sich hier schon raus aus dem Boden. Boah, den will ich rausziehen. Okay, okay. Packst du den auch mit hin? Mach Platzer, Johnny. Das ist meiner! Die dickste Rübe auf dem Hof, du. Wow. Okay, das, nee, ist das so reicht noch nicht. Russenhocke, ne? Russenhocke ist doch der hier, oder? Nee, so? So sitzen die in Asien immer und poolen ihre Fische und so. Naja, egal. Wenn sie in Asien so sitzen, heißt es Russenhocke. Russland ist in Asien? Ja, aber das zählt also nichts für mich dazu. So, ich glaube, das reicht, oder? Du achtest wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Sachen als ich. Ich würde den jetzt so in den Laden legen. Ja. Ich, oder? So im Bauerngarten würde der so da liegen. Ja, nee, einfach. Daran erkennt man den Unterschied. Genau, achtet einfach ein bisschen darauf, dass das Laub frisch ist, dass es noch grün ist, nicht rumschlappt, wie verrückt. Und jetzt halt nicht unbedingt schon irgendwie Druckstellen hat oder so, anfängt zu schimmeln oder so. Oder braun zu werden. Ja. Das würde, glaube ich, bei dem relativ schnell passieren, dass er nicht mehr so ein Weiß entwickelt, sondern so ein richtiges Braun einfach. Rubbeln wir mal ein bisschen dran rum. Richtig schön polieren, die Rübe.
In die Ablage. Nur die Stelle. Nee, also darauf ist auf jeden Fall zu achten. Ich glaube, mehr ist bei Wurzeln einfach nicht nötig. Ja, bei Rettich ist es genauso wie bei Radieschen. Wenn die jetzt schon so ein bisschen Kraft verlieren und so ein bisschen schrumpelig werden, legt sie einfach in Wasser und dann pumpen die sich wieder voll. Geil. Richtig geil. Wie lagere ich die jetzt? Wie eigentlich die meisten Rüben, Rettiche und Co. Im Kühlschrank. Wirklich einfach mit in den Kühlschrank schmeißen. Manche haben ja so ein kleines Gemüsefach extra dafür. Ja. Wie du schon sagtest, ruhig ab und zu mal so feucht halten, falls sie anfangen zu schrumpeln. Aber sonst ist Kühlschrank einfach die beste Möglichkeit. Wie lange halten die sich dann so im Kühlschrank? Schon ein paar Wochen, ne? Die können schon mal durchhalten, so ein Rettich. Ist das nicht so? So eine Möhre, die ist natürlich schneller durch, aber weil die Schale auch nicht so gut ist. Also die haben nicht so richtige Schale, aber die haben natürlich eine Außenhaut, die etwas robuster ist hier bei dem Fall. Auch da kann man natürlich sagen, dass sie in der Erde oder im Dunkeln besser gelagert sind. Aber so im Kühlschrank locker 2 Wochen, ganz locker. So, und dann kann man es natürlich noch mal mit dem Wassertrick ein bisschen rauszögern. Ja. Ne? Danke, Jonas. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir in diesem wunderschönen Garten zu sein. Schön, dass du da warst. Oh, und los geht's. Abfahrt. Abfahrt. Ihr seid noch da.